Gestern Nacht, die Stadt rettet des heiligen Michael aus dem Nationalmuseum. Vorgestern Nacht, die Reliquienmonstranz aus der Residenz. Und woran werden sich diese Supergangster heute Nacht vergreifen? Oder morgen oder übermorgen? Also, mich schaudert schon bei dem Gedanken, was uns da alles noch blühen kann. Und ausgerechnet jetzt, wo Sie die Urlaubsvertretung vom Herrn Direktor Mitra haben, müssen sich diese beispiellosen Verbrechen ereignen, nicht? Ach, Sie sind ein bisschen arg mit den Nerven runter, Herr Steiner, gell? Kunstwerke, deren Wert in Geld überhaupt nicht mehr auszudrücken ist. Einzigartige Kleinodien aus dem Mittelalter. Herr Wanninger, Sie sind doch schließlich Bayer. Ja, warum? Sehen Sie mal, Sie als Bayer. Also, ich hatte da eigentlich gehofft, dass Sie schon aus patriotischen Motiven heraus gewissermaßen Ihrer stammesmäßigen Herkunft wegen, also, dass Sie als Bayer ein besonderes Interesse an diesen Verbrechen haben müssen. Denn schließlich handelt es sich bei dieser Beute um unersetzliche Prachtstücke aus dem Schatz des Hauses Wittelsbach. Der Herr Oberinspektor kommt halt allein im Moment nicht weiter. Und weiterkommen müssen wir, wenn aus der Affäre nicht in kürzester Zeit ein Skandal für uns werden soll. Was? Sie wollen mich wirklich in den Fall mit reinnehmen, Herr Steiner? Okay, das ist doch nicht der Ernst. Das ist ja ganz gegen Ihre sonstigen Gewohnheiten. Der Not gehorchen, nicht dem eigenen Triebe, lieber Wanninger. Eine Reihe von Indizien weisen bisher darauf hin, dass die Täter in der amerikanischen Reisegruppe zu suchen sind, die sich seit einer Woche in München rumtreibt. Ja, denn jeweils in der Nacht, nachdem diese Gruppe ein Museum besucht hatte, ereignete sich auch dort einer dieser Raubzüge. Ja, wenn diese Spur schon so heiß ist, warum nehmen Sie nicht einfach diese Touristen fest und quetschen den ganzen Haufen so lange aus, bis nur noch die Täter übrig bleiben? Wanninger, ich kann doch nicht so ohne weiteres hochgestellte amerikanische Persönlichkeiten festnehmen. Das sind schließlich lauter Leute aus der allerersten Gesellschaft. Millionäre, tonangebende Namen. Und das würde mit Sicherheit unabsehbare diplomatische Verwicklungen nach sich ziehen. Diplomatische Verwicklungen? Ja. Ach so. Ja, da müssen wir es halt andersrum anpacken. Ich darf also auf Ihre Mitarbeit rechnen, lieber Wanninger? Sie dürfen, Herr Steiner. Ladies and Gentlemen, nachdem Sie soeben das große Schloss Nymphenburg kennengelernt haben, sehen Sie hier das viel kleinere Lustschlösschen. Es heißt Amalienburg. Das Schlösschen ist außen und innen hervorragend ausgestattet und kann als das vollendetste Kunstwerk des Rokoko bezeichnet werden. Des höfischen Rokoko, müssen Sie schon dazu sagen. Sir, des höfischen? Ja. Von mir aus. Unser einer kann ja schließlich nicht alles wissen. Mr. Wanninger, Ihr Vorgänger hatte aber ein viel umfangreicheres Wissen als Sie. Sir. Warum vertreten Sie ihn heute? Er hat das Zipperlein gekriegt. Pardon me? Ich fahre also fort. Architekt dieses Bauwerks war ein gewisser Cuvier, und zwar 1744 bis 49. 1734 bis 39. Was? Na, wegen der 10 Jahre werden wir uns doch nicht streiten, oder? Das Innere dieser Baulichkeit ist ein Augenschmaus. Und alles höfisches Rokoko, wie ich schon ausgeführt habe. Ich bin sicher, Sie werden uns das aus Ihrer intimen Kenntnis drinnen noch sehr viel ausführlicher schildern. Sir. Das ist alles, was uns der FBI übermittelt hat. In Ihrer Kartei steht keiner von unseren Touristen. Naja, das ist nicht gerade viel. Jedenfalls nichts, was uns weiterhilft. Außer vielleicht der Antiquitätenhandel der Brüder Wallace in New York. Ausgerechnet die zwei mit ihren komischen Stroh hier zu den Supergangstersee. Ja, verrückt. Ich tippe auf die Gordons. Ein sauberes Pärchen. Wanninger, Ihre Nase in Ehren, aber Sie kennen doch die Leute bisher nur aus den Akten. Die Tatsache, dass Mr. Gordon einen Ölboss zum Vater hat, von dessen Millionen er lebt und im Übrigen den Playboy spielt, begründet doch noch lange keinen zwingenden Verdacht. Ich tippe auf die Gordons. Nun gut, Sie tippen auf die Gordons. Und was tun Sie sonst noch? Ja, was machen Sie überhaupt, wenn man mal ganz diskret fragen darf? Ich laufe die Haxenbund. So. Und ich tippe auf die Gordons. Mhm. Dass die sich jedes Mal in der Nacht, wo ein Raub passiert ist, einen Mietwagen genommen haben und damit 200 Kilometer weit gefahren sind, ja, ist das vielleicht gar nichts. Ja, ich weiß, Sie sind nach Garmisch in die Spielbank gefahren. Dafür gibt es in der Spielbank Zeugen. Freilich, das soll denen ihr Alibi sein. Aber wann? Ich meine, zu welcher Zeit genau haben die jeweils die Spielbank betreten? Dafür gibt's keine Zeugen. Was ist, wenn die vorher jedes Mal ihre Beute in der Nähe von Garmisch versteckt haben? In ihrem Appartement im Hotel haben sie es nicht versteckt. Das habe ich durchgefilzt. Auf eigene Faust. Wasch! Das ist im höchsten Grade inkorrekt. Ohne Durchsuchungsbefehl. Ich weiß ja, Oberinspektor, es ist ja auch nichts dabei rausgekommen. Ja. Und ich tipp auf die Gordons. Ah. Erstens, ich muss in Dienst, die Mittagszeit ist um. Was? Direkt kulturwidrig sind's. Meine Kaugummifresser. Komm, Fräschel,
Ich habe noch was für dich zu tun. Auf Wiedersehen, Herr Steiner. So, Ladies and Gentlemen, das hier ist also der Raum 8. Und wie Sie sehen, ist auch dieser Raum des Museums angefüllt mit Kleinodien und Kunstwerken, in welchen sich die Kunstsinnigkeit der bayerischen Fürsten sowie auch der hohe Stand der Goldschmiedekunst eindrucksvoll niedergeschlagen hat. Als erstes wenden wir uns dieser Vitrine zu. Sie enthält unter anderem eine Fruchtschale etwa aus dem Jahre 1610 von Balthasar Holbig. Sie gehört zu einer Dreiergruppe. Diese Schale ist eines der kostbarsten Stücke. Unser heutiges Experiment, ich verstehe wohl nicht recht. Lieber Herr Steiner, Ihr Herr Kollege hat mir ausdrücklich versichert, dass ich diesen Trick mit der Holbig-Schale, wenn auch ungewöhnlich, so doch als offizielle Aktion Ihrer Behörde betrachten darf. Sehen Sie dorthin. Und am roten Fuß. Ich glaube, das Experiment geht gar nicht. Banninger. Im Innern der Schale befindet sich ein umlaufender Fries und Frösche. Mit getriebener Darstellung von Meeresgöttern. Ja, der Herr Banninger. Grüß Sie, na gut. Ja. Sind Sie bei uns auch wieder mal auf Tour? Ja, gibt's denn sowas auch? Herr Fröschel. Ja. Entschuldige, Herrschaften, das ist der Herr Fröschel. Das ist ein alter Spezi von mir. Der ist Restaurator hier im Museum. Herr Warninger, haben Sie übrigens die Fruchtschale schon besichtigt? Aha. Die muss ich die Herrschaft nämlich entführen. Sehr. Die Kristallkugeln haben sich gelockert und die muss ich festigen. Außerdem muss ich es reinigen. Ist ein bisschen staubig geworden. Okay, das bisschen Staub werden Sie da gleich wegblasen haben. Haben Sie eine Ahnung, Herr Warninger? Ist eine ganz diffizile Angelegenheit. Es kostet mich die ganze Nacht. Ja, morgen in der Früh soll ja das Prunkstück wieder dastehen, in altem Glanz, nicht? Die ganze Nacht? In Überstunden? Ja, Dienst an der Kunst. Aber Sie könnten ja kommen und mir Gesellschaft leisten dabei, wo wir uns so lange gesehen haben. Ja, warum eigentlich nicht? Hey? Ein paar Flaschen Bier darf ich schon mitbringen. Sie halten mir an die Schale und ich halte mir ans Bier. Ausgemacht, Herr Warninger. Ich bin hier zu finden, im Ostflügel, im Werkstattraum. Dritter Stock, dritte Tür rechts, können es gar nicht fehlen. Ja, ist gut, aber ich komme nicht vor 12. Ich muss erst warten, bis meine Frau eingeschlafen ist. So. Also, servus, Herr Fröschel. Herr Warninger, Wiederschauen. Ladies and Gentlemen, gehen wir. Wiederschauen. Kommen Sie, meine Herrschaft. Und somit wenden wir uns den nächsten Kleinodien zu. Oh, dear, mir hau ordentlich die Schwarme. Also, schön, gell? Das ist ja nicht zu fassen. Ich sehe nicht, wo da das Risiko sein soll. Die Gordons sind Nachtlichter. Solange das Museum geöffnet ist, besteht doch überhaupt keine Gefahr. Na ja, aber ja, und sobald es geschlossen ist, umstellen wir es mit einer Hundertschaft von unseren Leuten. Und wenn dann die Mäuse erscheinen und sich den Speck unter den Nagel gerissen haben, schnappt die Falle zu. Oder Ruhe ist. Wenn uns bloß Fröschel dabei nicht in eine kritische Situation gerät. Ja, geht's, Herr Steiner. Der Fröschel ist meine Schule, der kann schon auf sich selber aufpassen. Mhm. Aber Sie sollten jetzt die Bereitschaft anordnen. Es ist gleich 5. Und in 2 Stunden müssen wir den Posten beziehen. Na, was ist, Herr Steiner? Wollen Sie den Einsatz nicht selber leiten? Ja, natürlich. Bornhauser, kümmern Sie sich um die Fahrzeuge. Jawohl. Ach, geht zu. Anita, hörst du noch? Das ist ein eifersüchtiges Luder. Für eine Nacht als Restaurator bin ich. Hast du für eine schmutzige Fantasie, das sage ich dir. Weißt du was, Herzi, am besten ist, du kommst her, dann erkläre ich dir alles genauer. Hallo, Mister. Bitte schön, Sie wünschen? Da steht doch Zutritt verboten draußen. Da können Sie nicht einfach so reinkommen. Da. Was soll denn die Maskerade? Wenn Sie nicht sofort gehen, dann schrei! Oh nein, das werden Sie sicher nicht tun, ein kleiner Scherz in der Kunstfrauen. Allerdings muss ich Sie für ein Weilchen zur Ruhe bitten. Aber das werden Sie sicher verstehen. So, wegschmeißen! Hopp! So gefällt mir das schon besser. Und jetzt, meine Herrschaften, können Sie ablegen. Auch die Maskerade. Mr. und Mrs. Gordon, wenn ich mich nicht täusche. Wird's bald? Sie sind verhaftet. Ach. Dann ist das ganze Arrangement wohl eine Polizeifalle, in die wir hineingelaufen sind. Sie haben's erraten. Fröschel, Kriminalassistent. Und Ihr Spezi, unser feinsinniger Fremdenführer, ist dann wohl ein Kollege von Ihnen. Und das bedeutet, dass uns die Polizei schon ganz dicht auf den Fersen ist. Hast du das geahnt, Darling? Wir hätten bei unserer alten Methode bleiben sollen. Ja, du hast recht. Aber Ihr Köder, diese Schale, hat mich leider vom rechten Weg abgebracht. Zu dumm. Wir werden für die nächsten Tage gründlich umdisponieren müssen, Anthony. Ich würde sagen, für die nächsten 10 Jahre.
wären wir die Sieger. Schon 10. Hofmeister, immer noch nichts. Großfahndung bisher ohne Ergebnisse, Oberinspektor. Nun, wie gefällt Ihnen unser Ausweichquartier? Die sieht doch nichts. Sehr hübsch, sehr preiswert und sehr nützlich, so ein Ferienbungalow. Stell die Tasche dazu, Darling. Mhm. Betrachten Sie sich als unseren Ehrengast, Mr. Froschel. Ja, ja, richtig. Darin sind Sie die köstlichen Schätze. Nehmen wir einen Drink, ja. Mhm. Ich hätte diese Theaterspielerei nie und nimmer dulden dürfen. Vielleicht ist der Fröschel gar nicht wirklich in Gefahr. So, dann sitzt er wohl im Kino und lutscht Eis. Cienio? Warum machen Sie eigentlich sowas? Das haben Sie doch gar nicht nötig. Sie sind doch selber schwerreich, oder nicht? Oder Ihr Vater ist jedenfalls Millionär, ne? Oh, Sie haben sogar schon das FBI bemüht. Kompliment. Tja. Warum tun wir, was wir tun? Es amüsiert uns, es macht uns Spaß. Sport, Abenteuer, ein Match gegen die Welt. Es ist nicht das erste. Und wir haben alle gewonnen. Zu null, Mr. Polizist. Diesmal haben Sie aber schon einen Satz abgegeben. Eine Variation, die wir sogar ein wenig genießen. Unsere Identität ist bekannt. Großfahndung, Alarmstufe 1, Grenzkontrollen, korrekt? 100%. Aber jetzt sind wir am Zug, die Nummer vom Boss. Was? Die Telefonnummer. Ich möchte mit ihm plaudern. Ach so. 0811-214-488. Oberinspektor Steiner, der hat den Fall unter sich. Hallo, Mr. Steiner. Hier Gordon. Ja, ganz recht. Anthony Gordon. Wir sitzen gerade so zwanglos mit Ihrem Mr. Froschel beieinander und da habe ich mir gedacht, unser Thema könnte auch Sie interessieren. Wir möchten nämlich unbedingt verreisen, Mrs. Gordon und ich. Mit unseren Koffern, selbstverständlich. Nun, wir haben leider ein bisschen... Trappel, dass uns an der Grenze gewisse Schwierigkeiten erwarten. Deshalb werde ich Mr. Froschel ersuchen, uns zu begleiten. Als Geisel, richtig. Ich schlage deshalb vor, dass Sie erstens Ihre Großfahndung und zweitens Ihre Grenzkontrollen nach Österreich, Italien und der Schweiz für 24 Stunden einstellen. Entweder wir verlassen Ihr Land mit einem lebendigen Mr. Froschel oder Sie fangen uns, dann aber mit einem toten Mr. Froschel. Okay? Sie haben 2 Stunden Zeit, Ihre zuständigen Behörden davon zu überzeugen, wie fair mein Vorschlag ist, okay? So, Hunddreckiger. Diesmal bin ich ganz Ihrer Ansicht. Wir müssen auf seine Erpressung eingehen. Zumindest muss ich versuchen, das durchzusetzen. 24 Stunden so tun, als ob es überhaupt keine Polizei geben täte. Und die Grenzen ganz ohne Kontrolle. Na, ob das hinhaut? Tja. Wissen Sie was Besseres? Leider nicht. Also packen wir's. Weininger. Ja, ich bräuchte ein Blitzgespräch nach Bonn. Machen Sie mir eine gesandt. Verbindung mit dem bayerischen Innenminister. Ja, jetzt, in der Nacht. Es ist dringend. 24 Stunden keine Grenzkontrolle. Selbst wenn unsere Behörden darauf eingehen täten, dann machen doch die anderen Länder nicht mit. Italien, Österreich, Schweiz. Das wäre aber wirklich ein Jammer, Mr. Froschel. Besonders für Sie. Wirklich schade um einen Burschen wie du. Dein Typ ist in den Staaten ziemlich knapp. Leider. Oh, warum musst du ausgerechnet ein kleiner, dummer Polizist sein? Hör uns doch endlich auf. Ja, es entgeht uns überhaupt manches, auf das wir uns eigentlich sehr gefreut haben. Ein Fernsehinterview, ein Rundflug über die Alpen, ein Empfang im Schloss Schleißheim. Und auf all diese reizenden Arrangements müssen wir nun verzichten. Komm, stärk dich noch ein bisschen, mein kleiner Polizist.
Es gibt Leute, die sagen, dass ich die aufregendsten Cocktails zwischen New York und Los Angeles mixe. Vaninga. Ja, Herr Steiner? Was tun Sie eigentlich? Was haben Sie denn da? Ach, das Programm von der amerikanischen Gruppe für die nächsten Tage. Erwarten Sie sich davon eine Erleuchtung? Ich weiß es nicht. Also, ich halte das nicht mehr aus. Ich fahre selbst zum Innenminister. Tun's das, Herr Steiner. Ja. Ach, Vaninga, versuchen Sie, den Gordon hinzuhalten, falls er noch mal anruft. Ist schon recht, Herr Steiner. Gut. (0811) 214 488. Gordon, die Zeit ist um, Mr. Polizist. Wie steht's? Ist alles okay? Mr. Gordon, ich bin ein Kollege von Herrn Steiner. Der Herr Steiner befindet sich noch beim Innenminister. Nein, nein. Die Fahndung ist natürlich eingestellt. Uns interessiert in erster Linie das Leben und die Gesundheit unseres Beamten. Diese Frage hat für uns uneingeschränkten Vorrang vor Ihrer Ergreifung. Verstehen Sie? Ihr Boss will Sie sprechen. Me? Ja, möchte ihn persönlich einschärfen, dass Sie hier keinen Unfug anstellen. Ja, Fröschel hier. Hier Kriminalrat Luft. Hören Sie, Kriminalrat Luft. Luft? Ach so, ja, Herr Kriminalrat Luft. Ja, ich höre. Herr Fröschel, ich erteile Ihnen den dienstlichen Befehl, keine Änderung Ihrer Lage durch Gewalt zu versuchen. Seien Sie vernünftig. Gebrauchen Sie Ihren Verstand. Denken Sie an das Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind. Stellen Sie sich dieses Dorf noch einmal ganz deutlich vor Augen. Die Berge, die Wiesen und das weite, freie Feld. Reißen Sie sich am Riemen, Herr Fröschel. Genug mit der Lyrik. Besser, Sie beeilen sich, meine Wünsche zu erfüllen. Sie hören wieder von mir. Sie wollen nicht? Sie können nicht. Nicht allein entscheiden über die Grenzen. Da wird sowieso nichts draus. Wir können doch die Grenzen nicht 24 Stunden ohne jede Kontrolle lassen. Das wäre aber schlimm. Und am schlimmsten für Sie, Fröschel. Ich weiß. Moment einmal, Mr. Gordon. Da ist mir was eingefallen. Vielleicht wäre so die Chance ein bisschen größer, dass wir miteinander rauskommen. Ausgerechnet der Polizist will uns helfen? Vorsicht, Anthony. Lass ihn doch. Was ist Ihnen eingefallen? Mei, wenn es einem an den Kragen geht, dann ist einem halt das Hemd näher wie die Hosen. Ich meine, da ist mir meine heile Haut wichtiger wie der ganze Wittelsbacher Schatz. Und ich habe ja auch den dienstlichen Auftrag, dass ich zuerst an mein Leben denken soll. Was ist Ihnen eingefallen? Ja, wissen Sie, das Programm von Ihrer Gruppe, von dem Sie vorhin gesprochen haben, das Fernsehinterview, der Empfang in Schleißheim und das andere. Verstehen Sie? Haben Sie eine Landkarte da? Ich meine, in Kuba hat doch das auch schon öfter geklappt, nicht? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich an Bord der Maschine zu unserem Alpenrundflug. Der Start ist geglückt, das Wetter ist wechselnd bewölkt, die Flughöhe ist 300 Meter über Grund. Wir fliegen im Augenblick auf die Alpen zu mit einer Geschwindigkeit von 310 Stundenkilometer südöstliche Richtung. Fliegen Sie normal weiter. Nehmen Sie Ihre Karte. Jetzt ändern Sie den Kurs und fliegen Sassendorf an. Sassendorf, den stillgelegten Flugplatz? Ja, dort landen Sie. Ja. Wenn Sie tun, was ich wünsche, geschieht niemandem etwas.
aber nur dann nicht. Hinstellen! In einer Reihe! Hände hoch und nicht bewegen! Oh mein, also das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Nein, was nicht alles gibt. Sie, Fräulein, was soll denn das alles bedeuten? Nichts. Gar nichts. Das ist für einen Film. Wir drehen hier einen Film. Bleiben Sie auch stehen, wo Sie sind. Sie, machen Sie keine Sachen, geh! Also, hört's auf mit den Krämpfen. Bleiben Sie stehen. Anthony, alles okay? Los, aussteigen. Wir benötigen die Maschine leider für unsere Weiterreise. Über alles Weitere können Sie sich bestimmt morgen aus der Presse unterrichten. Sie brauchen wir allerdings dazu. Steigen Sie wieder ein. Machen Sie die Maschine startklar. Los in die Maschine! Und Sie, meine Damen und Herren, gehen bitte dort drüben auf die Wiese. Fabelhaftes Abenteuer in Europa. Nicht rühren und nicht umdrehen und die Koffer ganz vorsichtig abstellen. Schiel! So, und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, das ist der Herr Oberinspektor Steiner. Der Fröschl hat Sie ja leider schon kennengelernt. Und ich bin Kriminalinspektor Wanninger und Fremdenführer. Ja, ja, das höfische Rokoko. Die einzigartigen Kleinodien sind da in die Koffer beim Auto. Aha. Bitteschön. Sagen Sie, Fröschl, sind Sie tatsächlich in diesem Sassendorf da drüben aufgewachsen? Freilich. Sehr schön, Fröschl. Großartig hast du das gemacht, Fröschl. Also, wenn du heute Nacht nicht so gespürt hättest, mein lieber Freund, wie wir telefoniert haben, du, ich glaube, der Herr Steiner hätte mir eigenhändig die Oberschlau ausgerissen. Das hätte ich bestimmt getan. Ja.